letzten Jahr belegte sie Platz 3 bei der Europameisterschaft und in Birmingham bei der WM wurde sie sogar Doppel-Vize-Weltmeisterin. Gestern stand aber erstmal wieder Bundesliga auf dem Programm und wir schauen mal, ob der Heimvorteil was genutzt hat. Ich bin Nadja Pries, ich bin 18 Jahre alt, komme aus Spadow und fahre seit 11 Jahren BMX. Wir sind schon immer fahrradbegeisterte Kinder gewesen und der hat mich einfach mal mit auf die Bahn genommen und seitdem bin ich einfach begeistert und liebe den Sport. 5-mal pro Woche trainiert die 18-Jährige für ihre Erfolge. Im letzten Jahr konnte sie bei den BMX-Weltmeisterschaften 2 Silbermedaillen nach Deutschland holen. In Erlangen erreicht sie beim 2. von insgesamt 8 Bundesliga-Läufen den 4. Platz. Es lief ganz gut eigentlich. Also ich bin in der Jungsklasse gestartet, weil die Konkurrenz der Mädchen in Deutschland für mich nicht mehr so groß ist. Bin ins Finale gekommen, habe mich also über die Vorläufe Viertelfinale und Halbfinale qualifiziert und im Finale dann Vierte, fast Dritte, also ich bin zufrieden. Auch wenn die Bundesliga-Läufe erst begonnen haben, Nadja hat bereits große Pläne für die Zukunft. Auf jeden Fall natürlich die Olympiade 2016, das ist das ganz große Highlight. Dieses Jahr habe ich meinen Fokus eher auf World Cups und WM gelegt, also auf die Quali und Top 8 wäre natürlich sehr cool. Vorausgesetzt, die Erlangerin bleibt unverletzt. Der BMX-Sport ist nämlich nicht ganz ungefährlich. Der Sport ist gefährlich, er ist ein ganz normaler Extremsport. Ist natürlich immer ein Risiko dabei, aber was ernsthaft, das habe ich mir wirklich noch nicht getan. Es gibt natürlich auch Sturzpiloten, die sich, wer weiß, wie viele Knochen gebrochen haben, aber ich gehöre zu den Glücklichen. Am 25. Mai geht es dann in Kolbermoor mit dem 3. Bundesliga-Lauf weiter. Also noch genug Gelegenheit zum Trainieren, bis es dann 2016 heißt, Hola Rio de Janeiro. Und wir klären nochmal auf, BMX heißt wirklich Bicycle Motocross, ich habe es nachgeschaut. Wir hatten hier schon heiße Diskussionen, aber mehr dazu dann um halb von dir, ne? So ist es. Danke Philipp erstmal.